Und weiter. So, Stoppuhr, Stoppuhr. Start. Jawohl. Sehr schön. Perfekt. Das ist ja der Hammer. Das habe ich noch nie bemerkt, so. Was soll das denn? Ich will nicht schlafen. Ja, als Mensch habe ich ja die Fähigkeit, jeder für sich, da komme ich aus Schlafen und so einer Scheiße raus. Und wir machen mal ein bisschen AE, weil es so schön ist. Ich mag AE. Ich meine, es ist ineffektiv, aber es sieht saugut aus, oder? Die Stoppuhr ist ja der Hammer. Schon ist das Ganze hier um ein Zehnfaches leichter geworden. Oh. Wir kriegen hier auch gut EP, das ist ja auch der eigentliche Grund, warum ich gerade hier reingegangen bin, weil ich brauche, wie ich erwähnt habe, Level 22 für das Verlies. Und bis dahin muss ich halt durch Questen Level-Ups bekommen. Aber wenn ich schon, dann kann ich auch die Instanz gleich zeigen. Bringt ja auch gut EP. Ich hätte auch ganz questen können, aber mein Gott. Irgendwann muss ich sie ja zeigen. Und so schlimm ist sie im Endeffekt auch nicht, wenn man nicht gerade mit den 10 schlechtesten Spieler des Server... Ne, Server reicht nicht. Rampools... Ja, ja gut, die Spieler hier sind eigentlich alle gut, nur der Krieger ist nicht gerade mein Favorite. Also ich sag mal so, für Lich King würde ich einen anderen Tank nehmen. Einen vielleicht, der auch mehr als 2 Tasten treffen kann. Gut, ich will ihn jetzt gar nicht diskriminieren, man weiß nicht, ob er nur noch 2 Finger hat, also nichts dagegen, dann ist das absolut verständlich. Ach, geh weg. Ach, immun gegen Frost. Ja, sicher. Wo ist denn unser Tank schon wieder? Ach, der macht schon fleißig weiter. Na dann. Ja, großartig. Ich freue mich. Schieb und Hervorrufung, weil unser Mana leer ist. Mann, Mann, Mann. Manche Sachen tun echt weh. Das Geilste finde ich ja, was der stochert mit dem Dolch rum, weißt du? Ein großer Nachtelfkrieger mit einem kleinen Dolch in der Hand. Das hat doch einfach mal gar keinen Stil. Der epische Nachtelfkrieger mit dem kleinen Dolch in der Hand. Mit dem Butterfly-Messer. Ja. Große epische Krieger mit dem Butterfly in der Hand. Sorry. Ich lache immer über meine eigenen schlechten Witze. Oh nee. Zu genial. Hier kommt jetzt gleich mal ausnahmsweise ein Boss. Nicht reinrennen, nicht reinrennen, nicht rein, nein, nein, nein. Renn doch nicht rein, oh mein Gott. Oh, gibt dir noch keine Dolch.
Dots, dann kann ich ihn doch nicht schieben und ich bin oben und hier ist ganz viel Dreckiges und... Oh mein Gott, das wird ein Wipe. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Wipe wird. Allein schon, weil ich keinen Mana mehr habe. Zurück, wieso? Ach mein Gott. Down. Und er ist immer noch damit seinen Mob beschäftigt. Ich mag ja Tanks, die eigentlich viel brüllen, aber dann sollten sie es auch tanken können. Ich springe nur nicht in 20 Mobs rein, wenn ich weiß, dass prinzipiell 18 davon zu den Heilern rennen. Und er macht direkt weiter. Was ist das denn? Also auch so ein Tank, der denkt sich, Mana, kann man das essen? Wo kommt der denn her? Der rennt einfach fleißig weiter. Ich komme nicht darauf klar. Wie blöd kann man denn sein? Ja, tot. Mir egal. Das ist er selber dran schuld. Ich meine mal ernsthaft, wer rennt denn so in die Mobs rein? Das ist absolute Selbstverschuldung. Warte, ich mach das. Geht schon, geht schon. Ach ja. Das sind die Experten. Ich wollte ihn gerade fragen, ob er Wasser braucht, aber anscheinend doch nicht. Ja, so geht es natürlich auch. Okay. Ach ja je. Aber das ist zumindest mal, man muss sagen, das ist schon ganz gut, dass wir jetzt auch mal so einen Tank haben, weil dann seht ihr, wie grauenhaft das sein kann. Leid, Schmerz, Qual, Trauer, Verbitterung, alles so Sachen, die ich gerade empfinde. Ja, das ist echt... Arkan-Zauberschaden? Nee, ich habe keinen Arkan. Oder? Nee, brauche ich nicht. Will ich nicht. Macht Priester Arkan-Schaden? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Pflanzen mögen kein Feuer.
Okay, rechts lang ist jetzt eigentlich nicht der sinnvollste Weg. Aber sinnvoll und dieser Tank, das verträgt sich sowieso nicht. Insofern ist das auch egal. Die Instanz leider gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich weiß nur, dass es nicht schöner wird. Ja, genau so. Und ich weiß, dass dieser Tank nicht tanken kann. Er sollte in seinem späteren Leben Minenarbeiter werden oder sowas. Also... Ich meine, ich sag ja gar nichts, ich will gar nichts gegen Leute sagen, die das Spiel hobbytechnisch spielen und nicht so gut beherrschen, aber ich bitte euch, zwei Mobs tanken, ich meine, das ist doch nicht so komplex. Das ist wirklich, das, naja, naja. Ich habe auch mal angefangen, da... Ich war auch mein erster Chaba-Krieger-Tank. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe. Ich sag nur, ich war nicht von Anfang an Imba. Ich glaube, ich habe auch mal so gespielt. Insofern, jeder fängt mal klein an. Ich sag da jetzt gar nichts gegen. Aber ihr müsst verstehen, dass ich trotzdem flame. Weil ich einfach von sowas tierisch genervt bin. Vor allem, es treffen ja zwei grausame Fakten zusammen. Meine Hassinstanz und ein schlechter Tank. Da, das ist einfach zu viel für meine Seele. Das geht nicht. Ich fange gleich an zu weinen. Ach, stirb doch bitte einfach mal. Gerade mal einen Schluck Cola nehmen. Ich nehme jetzt einen Schluck Cola. Du kannst vorrennen, wie du willst. Ah. 12:30, okay. Hier wäre ein Boss, glaube ich, mich recht zu erinnern. Ne, hier. Okay. Ja. Tank? Tanky Tank. Ah. Okay, er lebt noch. Ich wollte nur sicher gehen, dass er nicht tot ist oder irgendwie sowas. Das weiß man ja nie. Wieso? Warum? Wieso? Wieso? Wieso tust du das? Wieso? Stirb. Stirb. Geht doch. So, hier ist noch ein Schaf. Das hat unser Tank natürlich nicht bemerkt. Deswegen halte ich es jetzt einfach an meinem Schaf. Er ist so unfähig, der Kerl. Wieso? Wieso machst du das Schaf auf? Wieso tust du das? Wieso tust du das? Wieso? Wieso tust du mir das an? Ich will nicht mehr. Lasst mich in Ruhe. Oh Mann. Leid, Qual, Trauer, Schmerz. Ach, und er hat auch wieder schief. Schief. Ich werde schon ganz bekloppt. Scharf. Auf. 30 Sekunden noch. Ich setze hier jetzt kurz, wenn der Mob tot ist, einen Cut an.